Nächste Haltestelle. Busfunk. Hi, ich bin übrigens der Jonathan, ich bin Autist. Heißt es dann, wenn viele Ärzte diese Diagnose nicht aussprechen wollen, dass es viel mehr Autisten gibt, als man denkt? Für alle Betroffenen ist Autismus kein Thema für Stillstand. Ich habe relativ lang gar nicht gesprochen und angeblich war mein erster Satz: Was machen die Gleisen da? Wie schön, dass ihr alle wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal mit dabei seid. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Meixner. Der ein oder andere kennt mich aus dem Radio und vielleicht auch aus dem Bus, aber vielleicht ohne, dass es euch aufgefallen ist. Mittlerweile bin ich bei der VAG schon einige Linien gefahren. Also ich zähle mal auf, Linie 35, 65, die 20 nach Erlangen habe ich auch schon gehabt. Bin aber schon der Wörder Wiese rum und am Tiergarten mit der Linie 41 ist es, glaube ich. Also es werden immer mehr. Gefühlt habe ich jetzt langsam alle Linien der VAG durch. Die Begeisterung fürs Busfahren ist nicht gewichen. Im Gegenteil, es macht mir immer noch, wenn nicht sogar noch mehr Spaß als am Anfang. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast, Jonathan Böhm, 28 Jahre alt, Student, will U-Bahn-Fahrer werden und engagiert sich, macht Öffentlichkeitsarbeit für Autismus. So viele interessante Themen und er hat gesagt, ich wäre eigentlich auch mal was für den Podcast, hat sich bei uns gemeldet für den Busfunk und ich kann nur sagen, du hast vollkommen recht. Herzlich willkommen, Jonathan. Schön, dass ich da sein darf. Hallo. Fangen wir mal an. Du engagierst dich in der Öffentlichkeitsarbeit für Autismus, weil du selber Autist bist. Mhm. Das heißt, was unterscheidet dich von anderen Menschen? Also kurz gesagt, gibt es verschiedene Wahrnehmungsunterschiede. Natürlich kann ich es schlecht direkt beschreiben, weil ja, ich habe kein Vergleichsleben ohne Autismus. Aber ein Punkt, der mir bis heute teilweise sehr schwer fällt, sind halt so Sachen wie soziale Regeln verstehen. Das Thema Nähe, Distanz ist ab und zu was nicht ganz so einfach ist. Oder ja, wenn es ums Schreiben geht, wo wir es gerade wegen der Podcast-Einladung hatten. Ja, wie viel Schreiben ist jetzt in Ordnung? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Solche Dinge fallen mir persönlich schwer. Und ich bin jetzt motorisch auch nicht unbedingt am stärksten. Also du schmeißt schnell mal was um oder so? Nein, handwerklich hauptsächlich. Handwerklich, okay. Und was heißt es, du spürst nicht, wann wird es zu viel Text in einer Mail? Nein, wenn wir jetzt zum Beispiel auf WhatsApp schreiben würden und du halt irgendwann nur noch ein Wort oder was weiß ich, so kurz wie möglich antwortest, um halt mir nonverbal zu signalisieren, ja, jetzt reicht's aber dann doch langsam mal. Das kommt bei mir nicht immer so. Das wirst du nicht merken. Genau. Mhm. Menschen meines Alters kennen vielleicht noch den Film Rain Man mit Tom Cruise und Dustin Hoffmann. Der hat irgendwie die wildesten Rechenaufgaben konnte der aus dem FF lösen, hatte aber auch so in ganz alltäglichen Situationen Probleme. Andere wiederum gucken vielleicht Ella Schön, eine ZDF-Serie, da geht es auch darum, autistische Menschen darzustellen. Findest du, dass Autismus in solchen Filmen richtig dargestellt wird? Kriegt man da einen richtigen Einblick? Also Rain Man ist schwierig, aus dem Grund, diesen ja, Savant-Autismus, wie man es nennt, das ist ein minimaler Bruchteil von autistischen Menschen allgemein. Mhm. Also, dass man halt solche extremen Spezialbegabungen, Spezialinteressen hat. Häufiger ist, dass sich halt die Leute mit ihrem Spezialinteresse, also sei es jetzt Straßenbahn, sei es jetzt ja irgendwas anderes, Physik, was auch immer, ich habe schon die unterschiedlichsten Sachen erlebt, dass sie sich da recht gut auskennen. Den anderen Teil, was du gerade gesagt hast, mit den Alltagsschwierigkeiten, den gibt es tatsächlich häufiger. Aber ja, wie gesagt, da ist halt auch eine der großen Schwierigkeiten in der Berichterstattung über Autismus, dass man halt sowohl positiv als auch negativ gern über die Highlights, sage ich mal, berichtet, also über Menschen mit relativ vielen Spezialinteressen, Spezialbegabungen. Was aber gar nicht so sein muss. Also nicht jeder Autist hat eine dieser Spezialbegabungen, die er dann aus dem FF kann. Genau, also es heißt im
so wie es bei jedem Menschen ist, kennst du einen Autisten, kennst du einen. Ja. Also es ist, wenn du dir jetzt von mir ein Bild machst, kannst du daraus nicht schließen, ja, alle Autisten sind so wie Jonathan oder irgend sowas in der Richtung, sondern es ja, gibt halt die unterschiedlichsten Abstufungen. Und vielleicht auch noch mal kurz auf die Frage, warum mache ich das eigentlich? Es gibt halt auch viele autistische Menschen, die sich selber nicht so gut vertreten können, auch weil sie einfach sprachlich, weil sie einfach sozial nicht in der Lage sind dazu. Mhm. Für die ergreifst du dann auch die Stimme und so, ich versuche es zumindest, ja, genau. Und wie stellt man Autismus fest? Hast du das festgestellt? Haben das deine Eltern festgestellt? Das war eine ganz interessante Geschichte. Ich war an der Montessori-Schule hier in Nürnberg die ganzen 9 Jahre. Und ja, nachdem es eine Privatschule ist, Schulgeld und so weiter, also das war dann halt irgendwann für meine Mutter auch ein bisschen ein komplizierteres Ding. Dann ging es halt darum, ja, Schulgeldrückerstattungen zu beantragen. Da kommen wir jetzt auch auf ein paar andere Themen noch, denke ich. Weil wegen schlechten frühkindlichen Erfahrungen. Mhm. Und dafür mussten schon verschiedene Tests gemacht werden. Und dann ein paar Wochen vor diesen Tests kam eine Bekannte auf meine Mutter zu und meinte, ja, ich habe da was gehört über Autismus, das würde voll auf den Jonathan passen. Lass es doch auch gleich mal mit untersuchen. Dann war es eine Diskussion mit dem diagnostizierenden Arzt, also mit dem Test durchführenden Arzt. Und dann ja, kam es halt raus, dass, also dann haben wir halt die Tests halt mitgemacht mit diesen anderen Tests. Und dann kam halt raus, ja, ist eine Autismusdiagnose. Was hat es, du warst damals wie alt? Moment, 12. 12. Was hat das mit dir und mit deiner Mutter gemacht oder mit deinen Eltern, mit deiner Familie? Also fange ich mal bei meiner Familie an. Ich selber kann mich nur teilweise dran erinnern. Aber vor allem meine Mutter wusste halt endlich, woran die Schwierigkeiten, die es damals gab, die nochmal deutlich intensiver waren als heute, woran das lag. Ist auch ein Druck, ne, für eine Mutter, die da immer so quasi so nach dem Motto, du hast ein Kind ja nicht im Griff. So. Ja, also ein gutes Beispiel, wo diese relativ späte Diagnose auch ein Vorteil war. Ein Beispiel aus der frühen Zeit, das immer wieder erzählt wird, ist, wir sind im Sommer jede Woche auf demselben Weg an derselben Eisdiele vorbei. Ja. Ich habe zwei jüngere Schwestern, die eine 2 Jahre, die andere 4 Jahre jünger als ich. Und die beiden haben sich dann halt irgendwann selber ihre Kugel Eis bestellt. Ich stand halt daneben und habe halt ja das noch nicht hinbekommen. Und meine Mutter war halt der Meinung, ja gut, dann wird er keins wollen. Ja. Und das war halt zwar ein sehr intensives, aber es war eine Art Sozialtraining. Weil dadurch habe ich dann halt mir irgendwann angeschaut, ja, wie machen meine Schwestern das? Und habe dann halt das auch mal versucht, mit dem Menschen da hinten, also hinter dem Tresen zu reden. Und wie ist es heute? Was meinst du? Naja, wenn du heute einen Menschen hinter dem Tresen siehst, ist das jetzt eine Übung des Alltags, wo du sagst, das kann ich heute meistern? Oder holt einen sowas auch wieder ein? Oder wie ist das? Nee, das ist, also ich habe jetzt nicht so die Erfahrung gemacht, dass es einen wieder einholt oder dass man jetzt wieder zurückfällt. Natürlich ist es wie bei jedem Menschen, denke ich, dass man, wenn man schlechtere Phasen hat, wieder auch mehr sich zurückzieht, auch mehr in seinen Sicherheitsraum kommt. Aber insgesamt ist es so, dass ich aktuell, denke ich, recht gut mit Alltagssituationen umgehen kann. Aber zurück zu deiner vorherigen Frage. Was für meine Eltern nochmal ein Vorteil war, wir konnten halt auch endlich zielgerichtet dagegen arbeiten. Also was heißt dagegen? Halt so arbeiten, dass die Schwierigkeiten, die der Autismus verursacht hat, kleiner werden. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was macht man dann? Jetzt hat man die Diagnose, okay, das Kind hat autistische Züge oder ist Autist. Mhm. Und dann? Ja, also wir haben hier in Nürnberg das Autismus-Kompetenzzentrum. Das ist in solchen Fällen ein sehr guter Ansprechpartner, weil die halt auch ein recht gutes Netzwerk an Psychologen, an
Psychotherapieeinrichtungen, die halt auch mit Autismus schon mal zu tun hatten, haben und auch selber wissen, ja, was kann man beantragen, was kann an Alltagsunterstützung da sein, Pflegestufe möglicherweise, was ja bei manchen Kindern auch oder bei manchen Menschen mit Autismus ja auch hilfreich ist. Und dann gibt es eben auch so Sachen wie Sozialtraining, wo man halt genau Alltagssituationen, die halt schwierig sind, übt oder halt auch Sozialleben übt. Also so, seien es jetzt irgendwelche Alltagsgespräche, seien es jetzt Vorstellungsgespräche, sei es jetzt ja auch Flirten oder was. Ja, ja, klar. Wenn man halt optische Signale nicht deuten kann, also wenn man jetzt Gestik, Mimik nicht so gut deuten kann und das dann praktisch auch lernen muss, dann muss es dafür halt auch den Rahmen geben, weil im Alltag lernt man auch durch schlechte Erfahrungen, aber die erstmal zu machen, ist halt nicht so schön. Nicht so schön? Das ist total gut, weil du das gerade gesagt hast. Das ist natürlich eine ziemlich logische Erklärung zu sagen, ja, ich kann es ja nicht wissen, was mich unterscheidet von einem in Anführungszeichen normalen Menschen oder jemand, der nicht Autist ist, weil ich ja nicht weiß, was ist normal oder wie definiert man normal, weil ich hätte jetzt gerne gefragt, so als du jetzt mich kennengelernt hast, wo waren die Momente, als wir uns gerade gesehen haben, wo du vielleicht anders reagiert hast als jemand anders, aber das weißt du ja nicht, weil du kannst es ja nicht einschätzen. Ich hab nur dieses eine Leben jetzt bisher gelebt und daher kann ich das wirklich nicht so richtig beurteilen. Ich meine eben auch das Thema, was ja häufig genannt wird und was auch bei manchen Fachärzten immer noch ein Argument ist, die Diagnose nicht auszugeben. Ihr Kind kann Blickkontakt halten, das kann kein Autist sein. Mhm. Da lernt man halt mit der Zeit auch Strategien. Mhm. Also dass das Gegenüber den Eindruck hat, man würde ihm in die Augen schauen, aber man schaut halt irgendwo ungefähr in die Richtung. Das habe ich auch gelernt. Das lernt man auch beim Radio. Also wenn man einen Interviewgast hat, den man eigentlich nicht anschauen will, dann schaut man aufs Kinn, weil dann das Gegenüber nicht merkt, wo man genau hinschaut, weil das wohl, jetzt schaue ich dir aufs Kinn. Aber ich schaue dir auch in die Augen. Heißt es dann im Umkehrschluss, wenn viele Ärzte diese Diagnose nicht aussprechen wollen, dass es viel mehr Autisten gibt, als man denkt? Ja und nein. Also viele Ärzte würde ich nicht sagen. Es passiert halt und man bekommt halt wenn man mit der Elternarbeit auch zu tun hat, bekommt man es halt mit, dass solche Fälle da sind, dass anhand von einzelnen Sachen die Diagnose nicht gegeben wird. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass halt das große Wort Modediagnose auch ein bisschen im Raum steht. Modediagnose? Ja, dass viele Ärzte, die es nicht machen oder die halt vorsichtig damit sind, sagen, ja, nicht, dass es heißt, ich würde bei jedem, wo ich mir nicht sicher bin, einfach mal Autismus draufschreiben. Würdest du sagen, dass du, seitdem die Diagnose feststeht und seitdem du das weißt, auch Fortschritte machst oder gemacht hast? Ja, auf jeden Fall. Also, sind das kleine Schritte oder macht man da manchmal einen großen Sprung? Und wie oft beschäftigst du dich mit diesem Thema? Weil du gerade von psychotherapeutischer Arbeit auch gesprochen hast und so. Heißt es einmal die Woche, hast du einen Termin oder dreimal die Woche oder wie ist das? Das war in den letzten Jahren unterschiedlich. Also es gab eine Zeit, wo ich jede Woche Psychotherapie hatte. Vor allem eben auch, weil eine häufige Begleitdiagnose von Autismus halt auch Depressionen sind und so weiter oder depressive Züge. Und ja, wie gesagt, es gab Zeiten, hatte ich jede Woche Termine, da hatte ich auch teilweise jede Woche mehrere Termine in unterschiedlichen, mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung, eben Sozialtraining, Psychotherapie, was auch immer. Und ja, andererseits gibt es eben Phasen wie jetzt, wo ich eigentlich ja nur die Gespräche suche, wenn ich halt gerade merke, ja, jetzt gibt es irgendeine Baustelle, an der ich arbeiten könnte. Weil du gerade selber gesagt hast, das betrifft ja viele Bereiche des Lebens, auch das Flirten zum Beispiel. Wie gehst du damit um? Ich will gar nicht zu persönlich werden, aber wenn du jetzt eine, weiß nicht, Frau, Mann, whatever, kennenlernst, würdest du dann gleich sagen, hi, ich bin übrigens der Jonathan, ich bin Autist? Oder wie geht man da vor? Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Also auch wenn es keine Rolle spielt, aber Frau. also meistens baue ich es schon sehr früh in der Kennenlernphase ein, weil
letztendlich sollte es ja, also wenn ich mir nicht vorstellen kann, auf Schwierigkeiten von meinem Gegenüber Rücksicht zu nehmen, ist einerseits die Frage, ob ich dann in einer Beziehung wirklich richtig aufgehoben bin, aber andererseits ist es halt nochmal was anderes, ob es irgendein gebrochenes Bein ist, das hoffentlich irgendwann wieder gut wird, oder ob es eine Schwierigkeit ist, die wirklich langfristig da ist, wo ich wirklich langfristig darauf Rücksicht nehmen muss. Und daher sollte man, bevor man diese Entscheidung trifft, Beziehung oder nicht, wissen, was wir da auf dem Tisch liegen. Und darf ich fragen, was du da für Erfahrungen gemacht hast? Das ist tatsächlich teilweise nicht so gut gewesen. Also meine letzte Beziehung, da habe ich es auch recht früh schon erwähnt. Und ja, sie hat, glaube ich, auch schon Rücksicht drauf nehmen wollen. Ja, es ist halt auch, also manchmal braucht man halt, denke ich, auch die Unterstützung von Fachleuten, um halt die eine oder andere Situation beurteilen zu können. Und wenn man sich die Hilfe dann nicht holt und sich dann nachher drüber beschwert über die Schwierigkeiten, kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Also man muss sich schon auch dann wirklich mit Hand und Fuß drauf einlassen. Aber das macht man ja im Normalfall, wenn man sich auf eine Beziehung einlässt auch. Also, ne? Also ohne jetzt nachtreten zu wollen, weil das hilft ja nichts. Aber sie hat sich letztendlich 2 Wochen, bevor die Beziehung auseinandergegangen ist, bei einem Fachmann über Autismus und über die Schwierigkeiten, die ihr auffallen, informiert. Ist nach 1,5 Jahren in meinen Augen etwas spät. 1,5 Jahre wart ihr zusammen, okay. Ja gut, aber also die Formel für eine funktionierende Beziehung, da das ist die suchen viele. Wie ist eigentlich die richtige Bezeichnung? Ist Autismus ein Handicap, eine Schwierigkeit? Ist das eine Behinderung? Wie sagt man das richtig? Oh, das ist tatsächlich ein Thema. Das sehen tatsächlich verschiedene betroffenen Gruppen unterschiedlich. Aha. Also es gibt die Wahrnehmung, dass es halt einfach eine besondere Art des Lebens ist. Und deswegen ist eigentlich nicht so stark verändert werden sollte. Das sehe ich nicht ganz so, weil letztendlich, also andere Geschichte mal, ich war mal auf einer Tagung in München als Referent. Thema war Inklusion. Dann ging es darum, bei einer Frage, würden Sie sich wünschen, dass Autisten immer in autistischen Kleingruppen arbeiten? Aber habe ich gesagt, ja, hilft nichts, weil irgendwann wird man auf die Gesellschaft losgelassen, zum gesagt. Und dann. Ja, nicht besonders clevere Frage, ehrlich gesagt. Ja, vor allem auf eine Veranstaltung zum Thema Inklusion vielleicht, aber ja. muss sich jeder selber überlegen, was er fragt. Aber wie gesagt, die Antwort war ja, irgendwann wird man mit der normalen Welt konfrontiert werden. Ja. Spätestens, wenn die Eltern nicht mehr da sind oder wenn irgendwas anderes sich verändert. Ja. Und dann ist meine Einschätzung, es möglichst früh zu lernen. Aber wie gesagt, ich habe auch kein Problem, es als Behinderung zu bezeichnen. Hast du ja, glaube ich, auch schon gemerkt. Du hast es vorhin mal erwähnt. Im Vorgespräch habe ich irgendwann das Wort Behinderung gehört, weil ich wirklich überlegt habe, ich bin ein Menschenfreund, ja. Und ich unterstelle ja immer allen Menschen oder den meisten zumindest, dass sie, wenn sie jetzt auf dich treffen, alles richtig machen wollen, ja. Sie wollen dich nicht vor den Kopf stoßen, aber man will sich auch nicht anbiedern und man will dich auch nicht behandeln wie ein rohes Ei, weil warum auch? Also will man das Richtige sagen. Und da tun sich viele Menschen, glaube ich, schwer, weil sie eben nicht wissen, wie packt man den Jonathan an, auf den ersten Blick ein ganz normaler Mensch. Und was macht man? Wie macht man es dann richtig? Und ich glaube, da machen viele halt dann den Fehler, dass sie sich zurückziehen, anstatt offen zu sagen, hey, ich weiß nicht richtig, wie ich dich ansprechen soll, wie mache ich es richtig? Ja, beziehungsweise auch in anderen Situationen, wenn man sich unsicher ist oder wenn eben die Situation ist, dass man mit irgendwas nicht zurechtkommt, mit irgendeiner Situation oder mit irgendeiner Verhaltensweise von mir. Passiert es mir tatsächlich häufiger, dass die Leute dann halt den Kontakt abbrechen, ohne ein Wort, ohne eine Erklärung, ohne irgendwas. Und ich habe 1 oder 2 Kontakte, wo es wirklich so läuft, dass wir das dann klären. Wir dann sagen, ja, das ist die Schwierigkeit, das ist das Problem damit. Also das ist mir nicht aufgefallen oder so. Und dass dann halt das aufgearbeitet wird und man schaut, dass es das nächste Mal halt besser läuft, beziehungsweise es halt von beiden Seiten auch wieder mehr Verständnis, mehr Aufmerksamkeit für
schwierige Situation da ist. Ist das auch der Ansatz, den du verfolgst, wenn du Öffentlichkeitsarbeit machst für Autismus? Du hältst ja Vorträge und bist da auch eingeladen. Geht es da in erster Linie darum, zu untermauern, wie die Menschen mit Autisten umgehen? Nee, es soll halt hauptsächlich einerseits um Verständnis gehen, mhm. andererseits eben auch um, was auch einer der Gründe war, warum ich euch dann angeschrieben habe, mhm. darum, dass es halt einfach, auch wenn der Weg 20.000 Probleme hat, mhm. also in meinem Fall war es eine etwas schwierige Vaterscheidung, ein paar Umzüge, dann auch noch die Autismusdiagnose, und dann halt auch auf dem schulischen Weg Hauptschulabschluss zum Studium, mhm. Dass es halt weitergeht, dass es halt eine Chance gibt, weiterzumachen und dass wir in Deutschland auch, was das Autismus-Thema betrifft, ein unheimlich gutes Unterstützungsnetzwerk in den verschiedenen Bereichen, im Elternbereich, im Bereich der Fachleute und auch im Selbsthilfe- und Selbstvertretungsbereich haben. Sind wir gut in Deutschland, was das Thema betrifft? Hast du den Vergleich? Gibt es andere Länder, die besser sind? Oder? Ich würde sagen, ja. Vor allem haben wir es geschafft, in vielen Bereichen in eine Richtung zu gehen. In den USA zum Beispiel ist die Situation so, dass es verschiedene Verbände gibt, die in komplett unterschiedliche Richtungen arbeiten. Mhm. Und das ist halt in jedem Thema, also sei es jetzt die Branche, sei es jetzt der ÖPNV-Bereich oder sei es jetzt oder der Verkehrsbereich allgemein oder sei es jetzt der Behinderungsbereich, das ist überall schwierig, wenn man in verschiedene Richtungen arbeitet und nicht mit einer Stimme spricht, sage ich mal. Würdest du heute sagen, du kommst alleine klar im Leben? Ziemlich. Und wenn nicht, weiß ich, an wen ich mich wenden soll. Aber das ist, glaube ich, wirklich auch eine Stärke, die ich entwickelt habe, relativ früh zu netzwerken. Mhm. Also auf Leute relativ unproblematisch zuzugehen. Ich weiß nicht, inwiefern das mit dem Autismus zu tun hat oder nicht, dass ich mir halt nicht die Gedanken mache, oh, das ist jetzt der Herr Meixner, der hat jetzt so und so viele Jahre Radioerfahrung, der ist so eine Berühmtheit, da muss ich einen riesen Respekt davor haben, sondern ich halt einfach drauf zugehe und sage, können wir mal einen Podcast machen, ganz, ganz platt gesagt. Ja. Ist gut, sehr gut, ja. Also wie immer kannst du es jetzt nicht unterscheiden, ob alle Menschen so sind oder nicht. Aber ich kann dir sagen, als Empfänger, es sind nicht alle Menschen so. Es gibt tatsächlich viele, die sagen, oh Gott, da ist der Herr Meixner. Aber egal, was man macht oder wer man ist, wir sind ja alle nur Menschen. Wenn man jetzt nochmal, ist es das richtige Wort, Inselbegabung, wenn jetzt, um nochmal bei dem Rainman-Beispiel zu bleiben, weil der komplizierte Rechenaufgaben, Bruchrechnen, alles aus dem Kopf kann, ohne Taschenrechner, ist das die richtige Bezeichnung für eine Inselbegabung? Hast du so eine Inselbegabung? Ich verwende tatsächlich lieber den Begriff Spezialinteresse. Aha. Weil, ja, also in meinem Fall, was Rainman betrifft, das ist sicherlich eine Inselbegabung. Aber es gibt, auch wenn ich mich deutlich intensiver und deutlich mehr mit zum Beispiel ÖPNV beschäftige als andere Menschen, kann ich mir vorstellen, gibt es trotzdem genug Sachen, die ich nicht weiß. Und da sehe ich halt den Unterschied. Wenn es wirklich meine Inselbegabung wäre, gäbe es irgendwas, wo ich halt alles mir aufsammeln und alles dann auch irgendwann wissen würde. Und so ist es ein Spezialinteresse, weil du halt sehr viel Leidenschaft und Zeit, den ÖPNV investierst. Weißt du denn, wie es dazu gekommen ist, zu diesem Spezialinteresse? Das ist eine gute Frage. Also ich habe ja schon angedeutet, dass die ersten 6 Jahre nicht ganz so einfach waren bezüglich meines Vaters auch. Daher hatten wir halt auch nicht so oft das Auto zur Verfügung. Das heißt, dann ging es halt darum, wir sind halt regelmäßig auch mit einem Zug zum Beispiel von Heilsbronn nach Nürnberg reingefahren. Mhm. Und ich habe relativ lang, ich weiß nicht genau wie lang, gar nicht gesprochen. Und angeblich war mein erster Satz zum späteren Lebensgefährten von meiner Mama, was machen die Gleisen da?
Wirklich? Ich kann also nichts dafür, das hat sich dann automatisch irgendwie entwickelt. Ich kann es ja auch nicht beschreiben. Ja. Ich werde auch mal gefragt, so, ja, warum ausgerechnet Bus? Die meisten Kinder wollen doch Feuerwehrauto fahren. Nein, bei mir war es immer ein Bus, aber ich weiß es auch nicht warum. Aber du hast nicht gesprochen, aber der erste Satz. Dann ging es direkt da drauf, genau. Aber das ist tatsächlich auch eine Sache, dass halt häufig die Situation so ist, dass man halt Sachen wirklich erstmal komplett, also ja, praktisch können will, muss, wie auch immer, bevor man es dann noch macht. Also, dass ich jetzt nicht mit irgendwelchen Worten oder irgendeinem Geplapper angefangen habe, sondern gleich mal ein ja, halbwegs sinnvoller Satz. Und wie ist dein Werdegang gelaufen von dieser Leidenschaft, über die du gesprochen hast, ja, dass deine ersten Worte, die du überhaupt gesprochen hast, mit Gleisen zu tun hatten? Wie ist es dann weitergegangen für dich? Ja, also nur kurz nochmal einen Einschub aus ungefähr der Zeit. Ich habe einen Freund im Kindergarten gehabt, mit dem habe ich aus Montessori-Spielzeug schon U-Bahnen gemacht. Passt dann auch zu dem U-Bahn-Thema, das du vorhin angeschnitten hattest. Am Anfang, also Kindergarten-Schule-Übergang, war dann das Thema, ja, ist er überhaupt regelschulfähig? Sollte man nicht in der Förderschule tun? Wegen der Motorik eben, weil ich Stifte auch nicht halten konnte und so. Ja, auf jeden Fall war er. Er hat dann auch, wie gesagt, 9 Jahre Regelschule überstanden. hat dann euch einen internen Hauptschulabschluss gemacht, um wieder auf mich zu kommen. Und genau, dann habe ich einen internen Hauptschulabschluss gemacht, habe dann eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht, eben in einer reinen Ausbildungseinrichtung, im Berufsbildungswerk in Abensberg in Niederbayern. Eine Einrichtung, die auch auf Autisten mit spezialisiert ist. Dann meine Vorhochschulreife nachgeholt, weil ich dann ja einen mittleren Bildungsabschluss hatte. Und habe mich dann umgeschaut, ja, was gibt es eigentlich an Studienmöglichkeiten? Und habe dann halt Verkehrsbetriebswirtschaft und Personenverkehr entdeckt als ja, Thema, das ja auch recht gut zu meinem Spezialinteresse passt, zum öffentlichen Nahverkehr. Und ja. Was ist denn ein Berufsbild, was man mit diesem Studiengang zum Beispiel erfüllen kann? Also was ich jetzt, also Berufsbild ist es vielleicht noch nicht, aber was ich zum Beispiel im Praxissemester gemacht habe, war mir den Dienstplan von einer bestimmten Linie in Wien anzuschauen, mit den Kollegen im Fahrdienst zu reden oder in der Disposition, Leitstelle sozusagen, und zu sagen, was kann man für euch eigentlich verbessern? Mhm. Und dann halt zu überlegen, ja, was ist davon praktisch umsetzbar, was ist jetzt auch wirtschaftlich darstellbar? Also wenn man sagt, ja, wir machen einfach das Doppelte an Fahrzeugen rein lassen die Hälfte dann halt den Tag über irgendwo stehen. Macht auch keinen Sinn. Würdest du sagen, dass der Autismus erstmal keine Begrenzung, was das Berufsbild später betrifft, ist? Oder gibt es einen begrenzten Rahmen, wo man sich halt sehr mehr überlegen muss, wie weit geht das mit dieser Beschränkung? Also eine Begrenzung an sich, ich meine, dass ich der Superfeinmechaniker werde, das glaube ich nicht. Das sind ja dann so Dinge, merkt man ja bei jedem. Genau, aber an sich ist es nichts, was jetzt eine feste Beschränkung hat. Was eben ein Thema ist, ja, ich lernen muss, ehrlich auch im Berufsumfeld damit, also den richtigen Umgang im Berufsumfeld zu finden. Mhm. Also nicht zu früh, aber auch nicht zu spät drüber zu reden. Und dann halt auch zu schauen, welche Unterstützungen brauche ich im beruflichen Alltag. Ja. Wenn ich jetzt auf Augenhöhe mit dir zusammenarbeite und ich 20 Mal dasselbe frage, weil ich es einfach ordentlich verstehen will, bevor ich es mache. Wäre es gut, wenn ich wüsste, dass das einen Grund hat, warum genau. Du 20 Mal fragst und ich nicht mehr denke, okay, der hört mir nicht zu. Jetzt fragt er mich schon wieder. Was ist denn dein Traumjob? Es geht tatsächlich in diese Planungsrichtung. Aha. Natürlich wären dann auch 1-2 Karrierestufen vielleicht irgendwann ganz nett. Aber grundsätzlich geht es in diese Planungsrichtung, in diese
Sache strategische Planung, also was machen wir in 20 Jahren, wo wollen wir hinfahren, als auch in die Fahr- und Dienstplanung, also wie können wir das, was da draußen ist, sowohl für die Fahrpersonale als auch für die Kunden interessanter und passender machen. Das sind so die Themen, die mich besonders reizen, natürlich, ja. Und warum willst du, ich habe es anfangs gesagt, U-Bahn-Fahrer in Wien werden und warum U-Bahn? Ja, warum U-Bahn? Weil die Wiener Kollegen bei der Straßenbahn noch keine Teilzeit anbieten. Ah. Und Wien? Warum Wien? Weil ich da überlege, meinen Master zu machen. Weil dich Wien fasziniert als Stadt? Ja, oder? Ja. Also ich habe mein Praxissemester auch schon in Wien und auch bei den Wiener Linien, also bei den Verkehrsbetrieben in Wien gemacht. Ja, die Stadt finde ich gut. Ich habe auch schon ein gewisses Umfeld eben in Wien. Also ja, Freundeskreis würde ich es nicht nennen, aber ein gewisses Umfeld. und daher würde ich da halt nicht komplett bei Null starten, sage ich mal. Ja, und kann mir auch grundsätzlich vorstellen, auch ein bisschen länger da zu sein. Ich kann mir auch grundsätzlich vorstellen, auch wieder nach Nürnberg zu kommen und hier zu arbeiten. Hier gibt es ja auch. Also die VAG ist recht gutes Unternehmen. Es ist nie verkehrt, das an dieser Stelle mal zu erwähnen, aber ich kann es bestätigen. Ich habe mittlerweile sehr, sehr guten Einblick. Man ist tatsächlich hier sehr, sehr offen. Was würdest du dir zum Thema Autismus wünschen, so wenn du in die Zukunft schaust und sagst, okay, du möchtest ein normales Leben führen, es spricht nichts dagegen, das zu tun. Was würdest du dir wünschen von deinem Umfeld? Neugierig sein. Also halt einfach, ja, fragen, wenn einem was nicht klar ist, wenn man was nicht versteht. Und ja, halt auch wenn einen irgendwas interessiert. Also wenn einem, wie eben vorhin, ja, was ist eigentlich Autismus oder so? Oder was macht Autismus bei dir jetzt aus? Ja, wie gesagt, einfach fragen und dann, wenn es das ist, was ich nicht beantworten kann oder will, dann kann ich das auch immer noch sagen. Aber einfach, wenn man jemanden mit Autismus oder mit irgendeiner Behinderung um sich herum hat, ist es immer besser zu fragen oder mit demjenigen drüber zu reden, als ihn komisch anzuschauen und dann vielleicht den Kontakt einzuschränken. Das hilft nichts. Für alle Betroffenen ist Autismus kein Thema für Stillstand. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur wegen Autismus jetzt sich schämen muss oder was weiß ich was. Es geht, also man kann, wenn man das richtige Umfeld hat, trotzdem anerkannt sein. Es geht ein relativ normales Leben. Für Angehörige und Freunde ist halt das Wichtigste, wenn man was nicht versteht, mit den Leuten reden oder wenn das nicht möglich ist, sich Hilfe suchen, bevor man jetzt irgendwie voreilige Schlüsse zieht. Das gilt, by the way, sage ich jetzt als deutlich Ältester hier im Raum, für alle Situationen und Bereiche des Lebens. Es wurde noch nie jemand bestraft dafür, dass er eine Frage gestellt hat, weil er irgendetwas an dem Verhalten oder an irgendwas, an Regeln oder sowas nicht verstanden hat. Mein lieber Jonathan, vielen Dank, dass du dich bei uns gemeldet hast. Wir hätten dich so nie gefunden. Sehr gerne. Bleib uns treu, hör weiterhin Busfunk. Jetzt weißt du auch, wie es hinter den Kulissen aussieht. Wer das Gefühl hat, er möchte auch was loswerden für alle Franken und für alle, die den Busfunk hören, der soll sich gerne bei uns melden. Wir freuen uns auf Gäste mit spannenden Geschichten und wir wünschen dir alles Gute. Dankeschön. Und euch wünschen wir eine gute Zeit, einen hoffentlich sonnigen Sommer und bis zum nächsten Monat, dann gibt es die nächste Busfunk-Folge. Bis dahin, danke. Dankeschön.